Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal gucken wir uns Iron Mountain an, einem echter Dividendenkrösus, ein REIT. Und ich bin darauf gefragt worden, ob ich die Aktie analysieren könnte. Ich werde relativ häufig gefragt, ob ich die eine oder andere Aktie analysieren kann. Und aus Zeitgründen kann ich langsam leider nicht allen Wünschen nachkommen. Sonst würde ich gar nichts anderes mehr tun und es dennoch höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Ab und zu greife ich aber dann trotzdem die ein oder andere Aktie auf, beziehungsweise den Vorschlag und jetzt eben mit Iron Mountain. Konkreter Anlass war, weil mein Freund Alexander von Rente mit Dividende jetzt die Aktie nachgekauft hat und dann wollte ich mir mal angucken, was er so getrieben hat. Und dann bin ich einfach so in Iron Mountain quasi auch reingerutscht, aber es ist auch gewünscht worden. Ja, Iron Mountain bezahlt über 7% Dividende. Wir gucken uns nachher noch an, wie viele es genau sind. Ist ein REIT, wie gesagt. Das heißt, die verdienen ihr Geld über Immobilienbesitz. Immobilien im weitesten Sinne. Also das müssen nicht immer Gebäude sein. In diesem Fall sind es insbesondere Lagerstätten. Das heißt, das Geschäftsmodell von Iron Mountain, das ist übrigens die Webseite, besteht darin, Unternehmensdaten zu lagern. Historisch gesehen in Papierform, weil Iron Mountain ist schon etwas älter. Mittlerweile sind wir natürlich im Prozess der Digitalisierung angelangt, schon etwas länger. Kommen wir dann noch gleich zu. Wir gucken uns erstmal Iron Mountain an, aus der Sicht wahrscheinlich, die meisten Leute erstmal interessiert, nämlich hier Kohle, also Dividende, laufende Erträge. Dazu sind wir jetzt hier im Aktienfinder, also in der Plattform, wo es darum geht, eben erfolgversprechende Aktien für die eigenen Investments zu finden. Und der Satz hier ganz wichtig: Nur langfristig steigende Gewinne führen zu langfristig steigenden Kursen und Dividenden. Das blabber ich normalerweise immer am Anfang, jetzt mal ein bisschen später. Und wir haben hier eben den Dividendenturbo. Und was man da sehen kann, das ist die Entwicklung der Dividende zunächst, einmal so also historisch. Und da könnte jetzt schon was auffallen, nämlich dass hier zweimal die Dividende angesprungen ist und es sind keine Datenfehler. Das sind nämlich, und das sieht man auch, wenn man die Dividende einblendet, Sonderdividenden. Wir kommen noch drauf, was es damit auf sich hat. Was jetzt erstmal interessant ist, das ist, ob aus Dividendensicht wir historisch gesehen eher eine hohe Di oder eine niedrige Dividende haben. Da wir hier Sonderdividenden haben, können wir das historisch gesehen mal ausblenden. Gucken wir uns einfach mal hier nur die letzten Jahre an. Ja, jetzt ab 2016, da sieht man, dass die Dividende in den letzten Jahren nach oben geklettert ist und dass wir dann hier momentan auf dem Allzeithoch sind. Wir haben jetzt eine Dividende von 7,65%. Und wenn wir hier dann die Prognosen sehen, der Analysten, dann sehen wir, dass die Dividende noch weiter steigen soll. Das ist jetzt erstmal kein schlechtes Zeichen. Und da würde ich jetzt sagen, dass diejenigen, die sich eben für Dividendenwerte interessieren, dass die jetzt Blut geleckt haben könnten und vielleicht das Video weiterschauen. Man kann hier auch die Korridore einblenden, um hier nochmal zu Kauf- bzw. Verkaufssignalen zu kommen. In unserem Fall ja wohl eher zu Kaufsignalen. Und wenn man hier jetzt zum Beispiel den 12-Monats-Korridor einblendet, dann sieht man hier noch die Auswirkung der Sonderdividende. Und dann sieht man hier aber auch, dass wir über dem Durchschnitt sind, im 2-Jahres-Korridor. Da würden wir den sogar berühren nach oben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen jetzt hier ganz einfach, dass wir bei der Dividende relativ weit oben sind, sodass die Aktie interessant sein könnte. Erstmal vielleicht noch mal ein bisschen zum Hintergrund, was die machen, zur Situation dieses REITs. Die sind momentan in einem Transformationsprozess, also hin zur Digitalisierung. Wie gesagt, sind sie ja groß geworden durch die klassische Einlagerung, insbesondere von Papier, aber teilweise habe ich gelesen auch Kunstgegenstände. Nur als Beispiel, also es ist nicht nur Papier, aber das meiste wird Papier gewesen sein. Mittlerweile machen sie nicht nur Einlagerung und bei der Einlagerung auch jetzt Einlagerung, also digitaler Daten. Das heißt, sie betreiben jetzt auch Rechenzentren. Sie betreiben oder sie bieten auch an, jetzt insbesondere verstärkt Service-Dienstleistungen, haben jetzt auch Cloud-Services. Das heißt, wenn man die Daten eines Unternehmens jetzt in digitale Art und Weise reinzieht, dann liegt es ja jetzt nahe, dass man, Stichwort künstliche Intelligenz, versucht auch die Daten nochmal aufzuwerten und entsprechende Informationen rauszuholen und die dem Unternehmen wiederum zur Verfügung zu stellen. Oder man lagert tatsächlich Geschäftsprozesse aus, das wird, und das bietet Iron Mountain auch an.
im Bereich der Personaldienstleistung, der Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung beispielsweise. Das sind aber relativ neue Bereiche. Außerdem oder setzt Iron Mountain auch stark auf die Globalisierung, auch in den Schwellenländern. Und last but not least habe ich gelesen, versucht sich Iron Mountain auch verstärkt im Bereich der Regierungsaufträge der Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, um eben dieses absterbende Geschäft langfristig der klassischen Einlagerung entgegenzuwirken, geht Iron Mountain neue Wege. Und das ist natürlich der normale Gang der Dinge, ist aber dann auch mit erhöhtem Risiko verbunden, weil über lange Zeit eben war das ein relativ stabiles Geschäft, wo sich wenig getan hat. Und jetzt ist Iron Mountain eben einem, oder sieht sich Iron Mountain eben einem Transformationsprozess gegenübergestellt. Wenn wir uns die Aktie oder das Unternehmen mal ein bisschen näher angucken in der Vollanalyse, sehen wir noch mehr interessante Sachen. Und zwar, ich sage jetzt mal ganz allgemein, so ein Aktienscreener, der kann ja jetzt die Detailrecherche, dass man sich wirklich mit dem Unternehmen ein bisschen eingehender befasst, nicht ersetzen. Er kann einen aber mit der Nase auf einige Dinge stoßen, mit denen man sich befassen sollte. Und Iron Mountain ist in der Beziehung ein ganz gutes Beispiel. Ja, ich habe jetzt gerade den Gewinn ausgeblendet, weil der wenig Sinn macht. Wir haben ja bei REITs die sogenannten Funds for Operations. Und wir sehen jetzt hier die Fundamentaldaten relativ weit zurück, also ab 1999. Wir sehen hier auch die Sonderdividenden. Also der erste Chart, der zeigt jetzt pro Aktie die, in diesem Fall Funds from Operations und operativen Cashflows, die relativ nah beieinander liegen, wie man sehen kann. Die unterscheiden sich übrigens auch nur hier, wie ich nochmal nachgelesen habe, bezüglich der Verkäufe von Immobilien, die nicht in die Funds from Operations reingerechnet werden. Jedenfalls, wir sehen hier, was interessant sein könnte, dass wir am Anfang überhaupt keine Dividenden haben, dass dieser REIT erst in 2010 angefangen hat, Dividende zu bezahlen und dann kamen eben hier zweimal ganz hohe Sonderdividenden dazu. Und als ich dann nachgeschaut habe, wurde dann klar, warum, nämlich Iron Mountain war nicht von Anfang an ein REIT, sondern der ist zu einem REIT konvertiert. Das heißt, es war vorher ein in Anführungszeichen normales Unternehmen. Und im Prozess der Konvertierung wurde dann auch zweimal diese Sonderdividende hier ausgeschüttet. Was mir noch aufgefallen ist, das war, dass wir hier, haben wir ja in dem Chart hier unten, haben wir ja Umsätze und die Margen. Und normalerweise, oder eigentlich immer, entwickeln sich die Unternehmensgewinne oder lassen sich die Unternehmensgewinne ableiten oder sie sind ein Produkt aus den Umsätzen und Margen. Und wir sehen jetzt hier, dass im Jahr, wir sehen hier eine schöne, relativ schöne Umsatzentwicklung, hier mal ein bisschen Stagnation, aber wir sehen, dass es von 2015 auf 2016, dass die Umsätze wieder relativ stark anziehen. Wir sehen aber hier von 2015 auf 2016 doch rückläufige Pro-Aktie-Daten bezüglich dem Cashflow und dem Funds from Operations bei einer sehr leicht rückläufigen Margen. Das war dann das nächste, worauf ich gestoßen bin. Und jetzt kommt die nächste kleine Excel-Tapete. Also Tapete würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber mein nächstes kleines Excel. Und da ist dann auch schon die Erklärung. Ich schiebe das mal ein bisschen nach rechts hier, weil da unten, glaube ich, mein Bild prangt, damit man es auch lesen kann. Und zwar wurden hier immer mehr Aktien ausgegeben. Das heißt, die per share, also pro Aktie Daten von dem Funds from Operations und dem Cashflow, die haben sich dann entsprechend verschlechtert. Und von 2015 auf 2016, das Geschäftsjahr, wurden dann insgesamt oder haben sich die Anzahl der ausstehenden Aktien um knapp 17% erhöht und dann im Folgejahr nochmal um 8% und dann nochmal um 7,5%. Und das kann ja nur einen Hintergrund haben. Das heißt, die Firma braucht Geld. Und ich habe ja jetzt schon erwähnt, dass wir hier quasi, dass ein Transformationsprozess im Gange ist. Und ich gehe schwer davon aus, also es liegt für mich auf der Hand, dass der Transformationsprozess eben Kapital verschlingt, Rechenzentren aufbauen, Internationalisierung. Und Iron Mountain hat auch Zukäufe getätigt, beispielsweise in China einen größeren Zukauf. Und das alles kostet eben Geld. Und das wirkt sich dann eben hier negativ auf die Pro-Aktie-Kennzahlen aus. Obwohl eben operativ das Ganze weiterhin oder das Geschäft
zufriedenstellend läuft. Jedenfalls sehe ich das so. Dann hätten wir, denke ich, die Geschichten hier geklärt erstmal. Was ich dann auch noch für wichtig halte, das ist bei so einer Aktion, auch gerade weil ich gesagt habe, Stichwort Geld verschlingen, wie die bilanzielle Stabilität aussieht von Iron Mountain. Und da sieht man dann doch Dinge, die ja nicht ganz so erfreulich sind. Wir sehen erstmal, dass die Bilanz stetig gewachsen ist. Wenn wir mal die Schulden erstmal vielleicht ganz komplett wegmachen, dann sieht man einfach, dass die Bilanzsumme immer stärker wächst. Eigene Aktien, die Position, hier haben wir keine. Was wir aber auch sehen, das ist, dass die Goodwill immer stärker wächst. Das sind eben auch diese Zukäufe, die getätigt worden sind, obwohl wir das, oder wo das Management einen Preis bezahlt hat, der über dem Buchwert der gekauften Unternehmen lag, die ja immer risikobehaftet sind, dass sich dann dieser Kaufpreis als nicht werthaltig erweisen kann, jedenfalls nicht in der kompletten Fülle bis des Kaufpreises. Und da haben wir jetzt eben schon relativ hohen Goodwill angehäuft in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar, während die harten Assets quasi dann 9 Milliarden US-Dollar sind. Das heißt, ein Drittel von der Bilanzsumme ungefähr ist Goodwill. Und das ist definitiv was, was man zur Kenntnis nehmen sollte, wenn man in dieses Unternehmen investiert. Hier, dass es hier keinen Goodwill gibt. Ich denke mal, das sind, vermute ich mal, als Datenfehler oder da ist es vielleicht nicht ausgewiesen worden. Ich weiß es nicht. Ist jetzt aber für uns ja nicht entscheidungsrelevant. Entscheidungsrelevant sind ja eher die Kennzahlen hier, beziehungsweise die Datenrichtung Gegenwart. Wenn wir uns die Schulden angucken, dann sehen wir, dass die Schulden hoch sind. Man kann ja auch hier die Schuldenquote ausrechnen, also Schuldenquote im Sinne von komplett alle Schulden geteilt durch die Bilanzsumme, ganz leicht zu verstehen, denke ich. Da sind wir bei 87% angelangt, war hier schon mal ein bisschen höher, war aber ganz in der Vergangenheit, wenn man nur weit genug zurückgeht, deutlich niedriger. Hier zwischen unter 60% teilweise bis Anfang 60%, jetzt eben relativ hoch. Und hier hatten wir noch, jedenfalls glaube ich das, kein Goodwill, wenn man den Daten glauben darf. Je weiter man in der Vergangenheit zurückgeht, übrigens, umso unsicherer werden die Daten. Das ist so eine Grundregel bei der Fundamentalanalyse. Jedenfalls viel Goodwill, viele Schulden und erstmal zur Kenntnis nehmen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Bewertung. Die Dividendenrendite können wir wegmachen. Und was sehen wir denn hier? Wir sehen eigentlich ja schon hier die komplett fertig ausgerechneten Fair Values, allerdings auf 10-Jahres-Basis. Und wenn ich jetzt nochmal hier hochscrollen darf, dann sehen wir, dass die Per-Share-Daten ja doch stark runtergehen und dass wir dann hier die viele Ausschüttung aus der Substanz hatten mit diesen Sonderdividenden und wir hatten hier diesen Konvertierungsprozess zum REIT. Das heißt, mit langer Rede kurzer Sinn, ich würde da nicht auf 10 Jahre zurückgehen, weil hier einfach eine Transformation war von dem Unternehmen. Ich würde dann lieber hingehen und einen Eindruck über die aktuelle Bewertung bekommen auf Grundlage der letzten Daten der letzten Jahre hier. Und was sehen wir da? Da sehen wir, dass die Multiples bezogen auf die Funds from Operations und den operativen Cashflow, den würde ich jetzt auch einfach mal drin lassen zur Bewertung, weil wir ja gesehen haben, dass die relativ nah beieinander liegen, dass die hier auch recht hoch gewesen sind im Jahr 2016, 2017. Spitze haben wir hier Multiples gehabt, basierend auf dem FFO von knapp 18, operativen Cashflow knapp 16. Und da hatten wir ja auch Kurse gehabt von Spitze 41 US-Dollar und jetzt sind wir bei 31 US-Dollar, also deutlich zurückgekommen, die ganze Geschichte, knappe ein Drittel verloren. Und wie so oft in letzter Zeit, also viele Aktien, wo ich mir angucke, da sage ich dann, die waren überbewertet und dass die jetzt zurückkommen, das ist eigentlich, sage ich mal, normal und keine Überraschung. Könnte man auch so hier bei dem Unternehmen, also bei Iron Mountain, argumentieren, dass die Aktie doch recht teuer gewesen ist hier. Und jetzt haben wir ja eben Multiples bezogen auf den Funds from Operations. Hier steht der KGV, was Äquivalenz Funds from Operations von jetzt ungefähr 13,5, ist halt schon niedriger als knapp 18 oder über 17. Und wir sehen, wenn wir den
operativen Cashflow jetzt nehmen würden, dann wären wir noch so relativ günstig mit unter 10. Hier lagen wir immer deutlich über 10 und hier eben die 13 oder die 15. Das heißt, wir hätten jetzt eine Bewertung, die wohl fair erscheint. Auf jeden Fall, dass die Aktie nicht mehr überteuert ist, haben wir natürlich dem Kursrückgang zu verdanken. Wir haben auch eine relativ hohe historische Rendite, haben wir ja hier gesehen. So sieht man es natürlich nicht, aber wenn man reinzoomt, sieht man es hier. Wir haben aber auf der anderen Seite eben diesen Transformationsprozess, den Iron Mountain jetzt gehen muss und damit verbunden eben einen kleinen, sage ich jetzt mal, Stresstest auch der Bilanz. Und natürlich ist das bewährte Geschäftsmodell oder die Sicherheit des bewährten Geschäftsmodells jetzt auch nicht mehr ganz so gegeben. Alternativen wären vielleicht Public Storage, da geht es auch um Lagerung, wo auch eher Privatleute dann eine Rolle spielen, also quasi eine breitere Basis, sage ich mal, oder Digital Realty Trust, die machen Datencenter und machen das quasi komplett, das ist da denen ihre Kernkompetenz. Also es gibt noch andere REITs. Wenn man sich für Iron Mountain interessiert, dann weiß man jetzt, glaube ich, wo man ansetzen kann, worauf man achten sollte, meiner Meinung nach jedenfalls. Vielleicht habe ich was vergessen, falls Sie einen Kommentar schreiben. Ich denke aber, das hat jetzt erstmal einen Überblick gegeben. Dann freue ich mich auf die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao.